Und das noch am 12, also 12 Uhr, ich war gefreut, dann habe ich Nachrichten bekommen. Und dann habe ich mich natürlich umgedreht und dann ist es aufs Klo, in die Schüssel gefallen. Das war das schönste Erlebnis meines ganzen Lebens. Okay, hier, FSB. Die Leute vom Geheimdienst? Was ist mit denen? Was machen die hier? Keine Ahnung. Ich frage sie nicht und hoffe, dass sie mich auch nicht fragen. Ja. Wird wohl eine weise Strategie sein. Sehr weise. Okay, Zug. Wohin fährt der Zug eigentlich genau? Ja, das sollten Sie doch wissen. Ja. Aber so ganz genau hat man uns das nicht erklärt. Tja, mehr als Sie werde ich wohl auch nicht wissen. Und wenn doch, dann wird das bestimmt einen guten Grund haben. Nochmal Zug? Wer befindet sich eigentlich an Bord des Zuges? Keine Ahnung, ich bin ja nur der Zugführer. Mir erzählt keiner mehr als nötig. Und Sie? Haben Sie bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Nein, die war nur nicht sonderlich präzise. Dachte, Sie wüssten vielleicht mehr. Ich bin gerade dabei, mich mächtig zu verplappern. Der Typ scheint sein Schweigegelübde einzuhalten. Vielleicht sind andere ja etwas gesprächiger. Am meisten auf der Toilette erstmal. Ich muss doch gerade voll lachen. Er pfeift denn bitte schön auf der Toilette? Das ist so gruselig. Nein, warum sind Sie denn schon hier? Oh. Seit ungefähr 3 Stunden. Und auffällig? Ist das nicht ganz schön anstrengend? Ja, darauf können Sie einen lassen. Wollen wir dann eine Tour aufmachen? Sehr witzig. Nina. Jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich meinen Magen wieder in den Griff kriege. Was da rauskommt, ist wirklich nicht normal. Ja, ja, auf dem Klo ist es wie im Leben. Man muss auch mal loslassen können. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal das Thema wechseln. Okay, lass gehen. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss okay, ja. Okay, dann lass gehen. Witzig. Durchgang? Mal schauen. Da ist ein Durchgang. Nicht rauchen. Pissoir! Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die in eine Rinne gepinkelt hat. Und nein... Warum denn nicht? Das ist ja so awesome, ehrlich. Richtig awesome. Ein Wasserhahn für Kaltwasser, der für warmes Wasser wurde abmontiert. Nach dem Besuch der Kanalisation ist mir eher nach Duschen. Ja, Hände stimmt. Waschen alleine bringt da auch nichts. Das mehr. Stimmt leider. Was machen wir mit denen eigentlich hier? Erstmal das Pissoir an. Anpissen. Wieso denn nicht? Ja, wir können hier nichts machen. Vielleicht der Schlauch? Okay. Und jetzt? Ah, vielleicht? Hä? Und was nützt uns das? Hä? Klar. Ist doch logisch. Ich meine, ja. Und jetzt natürlich das Ventil. Scheiße! Wieso redst du mich denn so? Mann! Mach doch mal das, was ich dir sage! Du bist so fies! Da sind wir mal richtig gut rausgekommen und sie natürlich gleich... Geh hoch, bitte. Und jetzt hör auf zu trödeln! Oh. Und sie gleich, warum sollte ich das denn tun? Oh, du bist so eine blöde Kuh. Jetzt... Der Schlauch verbindet den Wasserhahn ja, mit der Pinkelrinne. Ja, ich weiß, aber... Jetzt den Wasserhahn anmachen? Wassermarsch. Ein Wasserhahn für Kaltwasser. Und jetzt? Der für warmes Wasser... Ja, ich hab's. Ich hab noch verstanden. Da kam's ja wieder. Man sollte immer sparsam mit Wasser sein. Ich dreh's mal wieder an. Wassermarsch.
Aber was hat das jetzt uns genützt? Da sagt sie da ja, hä? Warum sollte ich? Muss ich das verstehen? Lass uns einfach noch rausgehen. Oh oh. So ganz allmählich werde ich aber schon nervös. Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden Sie wohl noch überleben. Ja, ich weiß. Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie! Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke, Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz, Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang, ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut, bin gleich wieder da. Er ist wirklich schwul! Ah! Ich bin voll gut! Ich bin die Beste der Welt! Hab ich nicht gesagt, dass sie jemand schwul ist? Ich bin einfach nur awesome. sowas rieche ich auf 10 Metern, nein, 10 Städte entfernt, ja? 10 Städte! Wenn das Spiel nur um Schwule gehen würde, würde ich wahrscheinlich schon durch sein. Dreimal! Ein kleiner Lehrer. Dann note die Münzen! So verzweifelt russische Klofrauen bestehen zu müssen, bin ich dann doch noch nicht. Lute. Es klute doch. Wenn ich da jetzt einfach so reingehe, wäre eine Verhaftung wohl noch das Beste, okay, was mir passieren könnte. Lute doch die Münzen. Aber haben ihn richtig gut gemacht. So ist es ja nicht. Bist du jetzt drin? Nein. Warum solltest du auch? Oh, seine Geschichte. Und wir haben ihn voll geärgert. Es tut es mir leid. Wo ist sie? Sie sollte doch hier rauchen. Yoshi, wo ist sie? Nein, er heißt Yoshi. Hallo, Yoshi. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Sie haben mich verarscht. Sie wollten einfach nur, dass ich nochmal hierher gehe. Diese blöden Kühe. Sie haben mich verarscht. Ich fühle mich jetzt richtig. Aber wie immer, dieses Spiel macht mich ja... Wieso? Wieso habe ich das nicht doch mal gewusst? Der Schlauch verbindet den Wasserhahn mit der... Ich habe noch keine Ahnung, was. Hier darf der Mann noch Mann sein und im Stehen pinkeln. Voll eklig. Vielleicht die Zigarette? Sind Sie nicht ganz bei Trost? Ich reiß mir für Sie extra den Arsch auf, damit ich 5 Minuten abzwacken und Sie vertreten kann, damit Sie Ihre Pause bekommen. Und das ist der Dank. Aber ich... Das wird Folgen haben, das schwöre ich Ihnen. Sie wissen ganz genau, warum hier absolutes Rauchverbot ist. Aber das hat Konsequenzen. Das wird ganz sicher Konsequenzen haben. Na, die Arme. Hoffentlich kriegt die Arme... Bestimmt verliert sie jetzt auch ihren Job. Counter von Menschen, die ihren Job verlieren, 2. So ein Arsch. Der scheint kaputt zu sein. Wenn ich mir den Inhalt so anschaue, ist das aber auch kein Verlust. Arschkrampe. Damit wird, glaube ich, Tee zubereitet. Erstmal Wodka. Er ist jetzt eher nach Wodka. Ja, aber es war... Schade. Nichts Verwertbares. Sie, ne? Sie ist so eine Lebenszerstörerin. Immer noch Quälerin von Katzen.
Ich glaube, diese durchgestrichenen Zigaretten sollen irgendwas bedeuten. Ja, das ist echt schwer, ne? Wüsste was? Ich weiß es auch nicht. Ich stehe auch manchmal am Bahnhof und dann so, warum steht denn das da? Und dann rieche ich auch mal eine Zigarette an, obwohl ich nicht rauche. Einfach so. Vielleicht können wir die Uniform anziehen? Ja! Das können wir auch mitnehmen? What the fuck? Ein knackiges Kerlchen. Bestimmt Fotomodell. Ja, die Soldatin mit all den Typen. Mit all den Typen. Etwas klein, das Foto. Scheint aber richtig schnuckelig zu sein. Und der ist wohl beim Militär. Achso, aber für Max interessiert es dich gar nicht, ne? Du bist ein Arsch. Ein Kerl, der so gut aussieht, ist bestimmt Fan vom falschen Fußballverein. Naja, wir haben ja alle unsere Fehler. So wie der aussieht, ist der bestimmt nicht mehr zu haben und längst verheiratet. Ja. Aber das scheint die Besitzerin des Spins nicht zu stören. Ein Umschlag? Was ist das? Ein Umschlag. Nein. Erzähl. Ein Umschlag. Nochmal, ich hab's nicht gehört. Ist nämlich ein Umschlag. Ein Umschlag? Achso, ich dachte schon. Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Alles erstmal looten! Der Strumpf hat mindestens so viele Laufmaschen wie die Besitzerin Liebhaber. Bücher? Nein. Nein, Bücher doch nicht. Ne? Looten. Eine russische Militäruniform. Ja. Die sollte ich gleich mal anprobieren. Wenn sie passt, falle ich wenigstens nicht sofort als Zivilist auf. Der Strumpf ist noch relativ sauber. Anziehen möchte ich ihn zwar jetzt nicht mehr, aber eigentlich wollte ich das auch vorher schon nicht. Looten. nicht keine Fliegen. Oh, wir sehen voll gut aus. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Hallo, schaut uns an. Wir sehen voll gut aus. Wie sie ich wollte gerade sagen, wie sahen wir eigentlich früher aus. Also mit Jeans und Dingens. Hallo. Wir sehen voll gut aus. Wir sehen richtig gut aus. So. Ah, da. Das ist... Nein. Ach ja, aber ich dachte, wir haben irgendeine Dingens freigeschaltet. Was zum Lesen? Nö, dann nicht. Dann... Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Offensichtlich gilt für die gesamte Zugfahrt höchste Alarmstufe. Es wird mit dem Einsatz feindlicher terroristischer Elemente gerechnet. Deshalb schreibt der Einsatzbefehl sofortige Meldung aller Unregelmäßigkeiten vor. Offensichtlich bin ich nicht der einzige ungebetene Teilnehmer dieses Ausflugs. Gar nicht gut. Die Wachen werden jetzt bestimmt extrem aufmerksam sein. Hier steht noch was von der Sonderbehandlung der speziellen Gäste. Ob das die Gefangenen sind? Vielleicht finde ich meinen Vater ja wirklich an Bord des Zuges. Ich sollte mich besser beeilen. Achtung, Achtung! Alle Passagiere und eingeteilten Wachen begeben sich bitte in den Zug oder verhalten sich entsprechend ihres Einsatzbefehls. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Ach Quatsch, der Zugfahrer ist noch nicht mal drinne, also halt mal den Maul. Sorry für das jetzt sagen, aber hallo, bitte kein Stress hier, ja? Ja. Ein Funkgerät auf der Rücken. Dann lass uns mal da reingehen, wenn wir da reingehen können. Die beiden Gorillas da vor der Tür sehen nicht sonderlich sympathisch aus. Die Frage ist, lassen sie keinen aus dem Raum raus oder keinen hinein? In beiden Fällen könnte es interessant sein. Brauchen wir einen Schlüssel oder brauchen wir nicht? Das ist immer so eine Frage. Brauchen wir das oder brauchen wir es nicht? Ich meine, wie genau letztens? Brauchen wir das oder brauchen wir es nicht? Anscheinend ja nicht. Hier. Ein Lastenkran für schwere Kisten. Schon wieder sein. Das ist auch militärisches Gerät. Ich glaube auch. Ich glaub, überall. Der Raum wird von mehreren Kameras überwacht. Dazu das strikte Rauchverbot. Können wir mit denen reden, ja. Die hier wohl aufbewahren? Ach so, du willst einfach reingehen. Männer in Schwarz. Männer in Schwarz. Einen Moment, wenn wir das noch anklicken können.
Durchgang. Hier, Männer in Schwarz. Bestimmt schlagen sie uns. Du bist keiner von denen! Hallo? Wenn du nicht verschwindest, könnte es dir so ergehen wie dem Typen da drin. Und glaub mir, das willst dann lass du uns nicht. In die Tür reingehen. Also mach dich vom Nein. Schade. Die beiden sehen extrem ungewöhnlich. Hier ist es eher freundlicher. Hallo? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Hallo? Sieh wie zu, nett. Dass du Land gewinnst. Voll komisch. Hört euch mal die Stimme an von ihr. Und jetzt hört euch mal die Stimme von ihr an. Hallo? Voll komisch. Hallo? Voll am Heilen. Ja, ist okay. Böse. Ja, dann lass uns mal noch da gehen. Ich finde uns heiß. Wir sind richtig hübsch. Oh, oh. Ach was, ich dachte jetzt vielleicht, wie können wir gar nicht rein oder andere Sachen. Er bewacht den Zug. Die nehmen Panzer mit auf eine Forschung. Ich weiß es nicht. Das ist richtig schnuckelig. Aber wir kommen auch nicht rein. Vielleicht können wir nochmal mit ihnen reden. Wir sind hübsch. Hallo. Na Genossin, geht's auch mit nach Tunguska? Ja. Tja. Was nimmt man nicht alles für ein paar Rubel am Ende des Monats in Kauf? Den Passierschein brauche ich noch. Mist, den habe ich wohl in der Umkleidekabine vergessen. Aber deswegen muss ich doch jetzt nicht nochmal extra zurück, oder? Doch, tut mir leid, Kameradin. Da kann ich leider nichts machen. Wenn es nach mir ginge, würde ich dich natürlich auch ohne alles reinlassen. Geht aber leider nicht nach mir. Die Jungs vom FSB reißen mir den Kopf ab, wenn das rauskommt. Na komm schon. Muss ja keiner rausfinden. Nee, das riskiere ich nicht. Hab Solotow schreien hören. Armer Kerl. Solotow? Was ist mit dem? Wo ist der? Im Spielzimmer. Ich glaube, wir haben den ganz schön durch die Mangel gedreht. Also beeil dich und hol den Schein. Ein paar Minuten hast du ja noch. Und wenn du schon dabei bist, schau doch mal, ob du den Zugführer findest. Der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Hab ihn schon ein paar Mal ausrufen lassen, aber er kommt einfach nicht. Ich würde ihn ja auch selber suchen, aber ich darf hier leider nicht weg. Und beeil dich. Ich würde dich auch ohne alles durchlassen. Ja, ist klar. Lass mich! Oh Mann, oh, ja, muss mir doch den blöden Zugführer helfen. Das ist ja doof. Abfahrzug, Wissenschaftler, FSB. Gut geschauspielert. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn nochmal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. FI 48, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund, den Zugführer, aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Okay. Fetten Hintern! Sie ist cool, die Hörspielerin, ey. Wahrscheinlich dachte sie wirklich, dass er da ist oder so. Nee, der ist aber nicht da. Ich liebe dieses Spiel. Wir machen hier doch alle nur unsere Arbeit. Und die meisten von denen sind auch ganz nett. Sind doch auch nur Menschen, wie du und ich. Wenn du meinst. Ich glaube, die Frage nach den FSB-Leuten kann ich mir in Zukunft sparen. Traut sich ja doch keiner, was halbwegs Interessantes zu sagen. Ach, das war... Ja, aber... Das willst du denn auch noch hören? Sind schon alle an Bord? Ja, fast. Ein paar Jungs vom FSB fehlen noch. Aber ansonsten müssten alle da sein. Die Wissenschaftler auch schon alle? Klar, die wurden ja ganz zu Anfang schon in den Zug gebracht. Warst du dann noch nicht hier? Nein, anscheinend nicht. Gab's Probleme? Nö, eigentlich nicht. Aber einige waren auch so gut verpackt, dass ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr nicht sonderlich groß gewesen sein dürften. Oh, ja, ist ja auch gut so. Hat man die dann alle zusammen in ein Abteil gesteckt? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Kann dir ja auch egal sein. Ist ja nur für deinen Abschnitt zuständig und nicht für die ganze Bande. Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Wenn die meinem Vater auch nur ein Haar krümmen, hoffentlich komme ich auch ins richtige Abteil. Und wenn nicht, wie finde ich heraus, wo mein Vater ist? Und wie komme ich dahin?
Naja, ich will nicht wissen, was sie macht, wenn ihr Vater irgendwie Schaden erleidet. Sie geht nochmal zu Alex Haus und bringt so die Katze um. Die hat mein Vater wehgetan! So. Alex, what the fuck is going on with you? Finde deinen blöden Vater. Oh nein. Okay, Zug. Zug. Sag mal, weißt du eigentlich, warum der Zug so schwer bewacht wird? Das weißt du doch. Haben sie uns doch lang und breit erklärt. Auch wenn ich nicht alles so wirklich glauben kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass die gefangenen Wissenschaftler alle für den Feind spioniert haben. Aber was soll's, geht mich nichts an. Was ist denn deine Vermutung? Keine Ahnung. Finde es nur seltsam, dass die jetzt in so eine Forschungsstation gebracht werden sollen. Aber vielleicht sollen sie dort ja auch gar nicht forschen. Sondern? Wer weiß, was man da mit ihnen macht. Aber lass uns das Thema wechseln. Ich will da lieber gar nicht dran denken. Nein, ja, dann Gespräch beenden. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Unsere okay, ganzen glutenden Sachen, ey. Ja. Dann können wir hier nichts machen, da können wir auch nichts machen, weil die Affen da stehen. Vielleicht das. Gucken wir uns mal um. Nee, gar nichts. Weg dein fetten Arsch, ey! Was ist mit das hier? Nee. Damit wird, glaube ich, Tee zubereitet. Irgendwas können wir da noch machen. Können wir da noch mal reinschauen? Alles gelotet. Schade. Vielleicht gibt's hier noch was. Ah, die war ja zu. Oh, ja, ich hab wieder so ein beschissenes Rätsel, das ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Ja. Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Offensichtlich gilt für die gesamte... Es wird mit dem Einsatz feindlicher terroristischer Elemente... Offensichtlich wahrscheinlich bin ich nicht der einzige Gast hier. Oh nein. Und jetzt werden natürlich... Jetzt, wo ich jetzt das weiß, dass nicht nur ich spioniere, werden die Maßnahmen wahrscheinlich schlimmer gemacht. Ja, ist klar, Nina. Das ist auch voll die Probleme, ey. Es tut mir so leid, dass ich das so sage, aber das ist echt voll die Probleme, weil genau deswegen, ja. Können wir nochmal mit ihm reden? Vielleicht hat er ihn jetzt gefunden. Was macht der Magen? Das hören Sie doch. Ja, in der Tat. Schlüssel. Und riechen leider auch. Haben Sie Ihren Schlüssel schon wiedergefunden? Nein, ich befürchte, der schwimmt bereits irgendwo in der Kanalisation rum. Und ohne Schlüssel geht es nicht weiter? Ohne Schlüssel sitzen wir hier alle fest. Wenn ich zufällig mal wieder den Drang nach einem neuen Parfum verspüren sollte, werde ich mich doch mal umsehen. Ah, das ist so awesome, ey, ehrlich. Sie kommen ohne mich zu. Beste. Klar. Das haben die richtig gut gemacht. Ja, ich weiß, es ist kindisch. Aber ist es immer noch mit dir? Wassermarsch! Sparsam mit Wasser sein. Für, keine Ahnung. Wassermarsch. Warum? Muss ich das verstehen? Lass nochmal reingehen. Wir sehen so gut aus, ne? Jetzt sind wir in der Kanalisation, ey. Da sagt sie wahrscheinlich ja. Warum sollte ich, solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon.